Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel B. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Immer noch vollkommen sinnlos am Rumeiern durch die Welt. Ich habe mich jetzt mal... Ja, ihr seht da, wo ich bin, da wo das Rote Kreuz ist. Da bin ich mal hingegangen, so. Und ich habe hier wieder einen neuen Ort entdeckt. Weil hier scheinen wir irgendwie noch nicht gewesen zu sein. Hima, gehen wir mal da rein. Und hoffentlich ist das der richtige Ort. Dorf der Abenteuer Hima. Wir sagten mir, dass ich hier richtig bin. Hier ist ein Dorf. Hey, das kenne ich doch auch. Dieses hier mal das Dorf der Abenteuer. Naja, wir nennen es Dorf, aber eigentlich gibt es hier nur ein Gasthaus. Hier ist wieder ein Hund. Oh, Buh, ist sie nicht niedlich? Was ist die Buh genannt? Ich habe mich getreu der Mathe'schen Lehren auf den Reisen gemacht. Aber das ist schon anstrengend. Okay. Ich habe mal entsprechend komplett als Hauptcharakter hier genommen. Weil ich glaube, das ist irgendwie so passend hier. Wir haben nämlich keine Ahnung, wo wir hin müssen. Und ja, würde ich schon den Charakter entsprechend noch ausrüsten. So, und wir haben nichts, was wir hier machen können. Verschiedene Ware. Rosafune. Oh, ein besseres Schwert. Kaufen wir das hier. Dann kaufen wir das hier. Dann kaufen wir... Gucken wir erstmal. Habe ich nicht letztens erst... Egal. Ja, unser Geld. So. Was? Okay. Priesterhaube. Was? Okay. Brauchen wir uns nochmal zwei Priesterhauben. So. Warum die irgendwie stärker sind als ein Eisenhelm? Egal. Weniger Intelligenz, aber mehr. Ja, okay, komm. Ah, hier habe ich noch was. Oh, mehr Glück. Wir hatten viel Glück. Also auch für kritische Treffer, würde ich mal sagen. Okay, du bekommst eine Atem, oder? Mutige Handschuhe. Und... Mutige Handschuhe. Das war's, ne? Mehr habe ich nicht gekauft, oder? Der Karoband, okay. Warte mal, Cape können wir auch mal holen. Ah. Was war Cape und auch irgendjemanden ausrüsten. Wow, was? Voll Geld aus dem Fenster geworfen hat dafür. Standardbekleidung für einen Abenteurer. Verteidigung und Flo, okay. Kannst du nehmen. Den Tiering lassen wir erstmal. So. Ich habe so das Gefühl, wir müssen wieder übernachten. Da wird uns unser Besucher hier besucht. Als Abschneider. Okay, oder auch nicht. Bitte sag mir, wir sind hier richtig. Muss ich gleich wieder einen Schnitt machen und gucken, wo ich hin muss. Langsam würde ich schon weiter gucken. Ist ja langsam nicht mehr zu fassen. Miau, lust einen Mysteriöse, geh mit deinem Grad zu erwerben? Nee. Hi, habt ihr... Hab ich nicht letztens eine? Meinetwegen. Habe ich nicht letztens eine schon? Oh, noch ein Hund. Der hier heißt Rocky. Rocky, Rocky. Mein Gott, die armen Hunde. Hi. Dies ist das Gräbe der Leute, die von den Menschenfarmen entkommen sind. Den kommenden leiden unter einem Fluch und sterben schließlich. Wie lange wird das noch so weitergehen? Ich habe keine Ahnung. Warte erstmal, bis wir die Story ja weiter vorangetrieben haben. Was nur ein bisschen dauern kann. So, oh Gott, das sieht schon wieder so aus. Okay, Gott sei Dank.
bitte. Wow, von hier aus kann man den Turm des Heils richtig gut sehen. Mann, oh Mann, wie hoch ist der Turm des Heils denn eigentlich? Entschuldigung, pardon, darf ich mal eben? Hm, sieht aus, als wäre es breit genug. Gut, gut. Wovon reden Sie da? Hey, gut, dass du fragst. Ich plane hier ein neues Unternehmen aufzuziehen. Ich werde es Drachentoren nennen. Drachentoren? Sie meinen Toren, um die vorbeifliegenden Drachen zu beobachten? Oh, schon nah dran. Nicht schlecht, Junge. Ich werde Drachenritte zum Turm des Heils anbieten, damit man ihn aus der Nähe ansehen kann. Man kann damit den Turm des Heils gehen? Nein, nein, sie fliegen nur um ihn herum. Trotzdem, das wird ein einmaliges Erlebnis. Wow, cool. Wo sind denn die Drachen? Ich bringe sie das nächste Mal mit. Bis dann. Servus. Er wird schon darauf warten, dass sie hier mit ihren Drachen aufkreuzen. Hey, Mister, ich werde warten. So, ich habe das Gefühl, wir sind immer noch nicht hier richtig. Ich kann anmachen. Wie langsam hier so ein Trend in diesem Let's Play, dass ich nie weiß, wo ich hin muss. Pass doch ein bisschen auf, wir müssen nur zum Turm des Manas, aber jetzt können wir nicht dahin, weil wir da nicht weiterkommen, weil er ein Siegel ist. Und dann waren wir im Wassertempel, da können wir auch nicht reiben, weil ich da nicht weiterkomme. Und dann ist in dieser einen Ruine auch schon wieder Siegel, aber da kommen wir auch nicht rein. Und ich weiß halt einfach nicht mehr. Wo zum Teufel müssen wir lang? Ich könnte heulen. So, ich glaube, hier waren wir noch nicht, oder? Ne, von da kam ich, glaube ich. Ah. So, erstmal mein Kackwasser hier. Ich gehe nochmal zurück. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier irgendwie was schneiden werde oder so. Also, keine Ahnung. Also, wenn nichts mehr passiert bis zum, weiß ich nicht, Ende dieses Parts, dann werde ich hier einen Schnitt machen. Aber wenn doch was passiert, dann mal gucken. Könnte wieder ein bisschen dauern. Ah. Ich glaube, hier wieder zurück, ne? Ich bin noch mal nach Asgard. Da unten links. Kommen wir da unten links nochmal hin. Da war ich da ganz unten rechts schon, ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Ich bin langsam wieder am Verzweifeln, da ist schon wieder so ein Gespräch, aber da kommen wir ja nicht hin. Und ja. Keine Ahnung. Ja. Können die irgendwie nicht den Ort, wo wir hin müssen, auf der Karte irgendwie markieren oder so? Langsam wird das lächerlich. Gehen wir nochmal nach Luiden. Oder? Muss doch irgendwie da in Luiden irgendwas sein. Ich spreche mit jedem. Da muss doch hier irgendwie was haben. Das ist ein netter Ort. Blablabla. Vielleicht, nachdem ich die eine hier getroffen habe, diesen Ninja hier. Vielleicht, muss ich jetzt mit Dingens hier irgendwo mit der reden. Keine Ahnung, was ist jetzt hier. Da ist ein Monster aufgetaucht, gegen dem würde ich ihm gern was unternehmen, aber ich weiß ja nicht, was. Jetzt hier oben irgendwie? Nein. Ich weiß es nicht. Ich noch mal zum Turm gehen. Mal zum Menschenfarm, ich weiß es nicht. Bin wirklich ich der Einzige, der sich so blöd anstellt bei diesem Spiel. Ich habe irgendwie noch nie so viel Probleme gehabt, zu gucken, wo ich hin muss. Okay, muss ganz ehrlich sagen, in Tales of the Abyss war es auch so, wenn man ich weiß, wo man hin sollte. Also ja, jetzt kein neues Element. Da kann ich jetzt sehen. Warum? Immer weitergehen, ey. Mein Gott, mein Gott.
echt so oft verirren würde in dem Spiel, ne? Das ist irgendwie nicht normal. Ja, aber dieser See, ne? Ist da noch irgendwie was? Ich weiß nicht. Gehen wir mal hier rum. Genau, wir sind da so mittig durchgegangen. Vielleicht ist da drin irgendwie was. Oder hier oben, was weiß ich. Ah! Wenn die Kamera noch auf meine Seite wäre, wäre alles wunderbar. Da scheint auch nichts zu sein. Da ist nur wieder dieser See. Das ist das Haus des Heilens. Ist irgendwie traurig. Warte mal, da ist der Arkonesia-Pass. Von da kommen wir, ne? Ich muss hier runter. Warte mal, von wo kam ich? Kam ich nicht? Von hier kam ich nicht, ne? Doch, von da kam ich, oder? Arkonesia-Pass. Dann warte mal, da war... Oh, mein Gott. Gut stehen geblieben, das Spiel. Das nicht. Ja, was haben wir denn da? Das sieht doch wichtig aus. Asgard, ja, hoffentlich. Hoffentlich ist das richtig. Stadt der Ruinen, Asgard. Bitte, muss ich jetzt richtig sein? Ich krieg die Krise, wenn das hier auffallend ist. Ach, ich war auch schon da. So, gehen wir hier pennen. Hi. Sehen nur ein kleines Hasshaus, aber bitte fühlen Sie sich wie zu Hause, okay. Heilen wir uns. Muss jetzt hier richtig sein. Es muss einfach. Wenn es hier irgendwie. Muss hier einfach richtig sein. Muss einfach richtig sein. Ist die Stadt schon immer Asgard? Ich habe irgendwie einen anderen Namen. Ja, wahrscheinlich jetzt voll Imba-Waffen schon, weil ich irgendwie vorausgegangen bin. Ich meine, das ist ja direkt da. Wie konnte ich denn den so schnell übersehen, ne? War ja genau da, wo ich, oh Gott, das kostet hier alles so viel. Ich vergaß, in Tales of Graces kostet das alles viel weniger. Weil ein Tales of Graces hat auch so viel gekostet. Noch, die Stadt kommt mir bekannt vor. Sind kaum Spuren der alten Kultur vorhanden. Sieht fast so aus, als hätte sich jemand absichtlich beseitigt. Hast du Arbeit mit deiner Hüfte? Genauso habe ich mir diesen Urlaubsort und die alten Ruinen vorgestellt. Es ist wundervoll hier. Okay. Ich möchte nur betonen, wenn das hier immer noch falsch ist, ne? So, was haben wir hier? Ein Taifun, okay. Hier können wir die ganzen Waffen kaufen, lieber. Ah, okay. Na, brauche ich nicht. Ich habe schon aktuelle jetzt. Ich bin jetzt schon viel weiter gegangen, als ich eigentlich musste, wahrscheinlich. Oh, was? Ja, ich bin, glaube ich, schon viel weiter gegangen, als ich eigentlich musste und habe deswegen schon viel bessere Ausrüstung. So. Hoffst du auch irgendwas? Okay, ja, werde ich wahrscheinlich nicht. Ich brauche Schwarz-Silber. Stahlschwert, Reißer und schwarzer Silber. Schwarz-Silber. So, wird schon richtig sein hier. Soll richtig sein. Wie geht's meine Expedition? Ich hatte letztens. Ey, wann wird meine... Man kommt meine Dings wieder? Ah. Okay. Was haben wir hier? Ein Wirbelwind. Ach, Item Shop. Agilität. Also, Versteinung. Bäh. Oh, noch nun. Gehen wir in einen Namen. Das ist Hell. Hell, Hell. Weiß nicht, hier dieser eine komische... Super gruselig Computer. Das ist irgend so ein Horrorfilm so. Dieser Roboter-Computer, was weiß ich.
Hä? Ja, gehen wir open. Warum? Vielleicht passiert da was. Auf Wiedersehen, ja. Hier gibt es nur zwei Gasthäuser. Wie unproduktiv ist das denn? Mein Gott, ist das riesig. Ist da was? Ist hier oben was? Mein Gott. Das ist mal ein geiles Zimmer hier. Na gut. Hi. Ich bin bald fertig mit Putzen. Bis es benutzt in der Zwischenzeit das nächste Zimmer. Tschüss. Jetzt bin ich durch. Ich will mal gucken, ob es da was gibt. So, nix. Okay. Jetzt gehe ich wieder. Keine Sorge. Alles klar. Merken uns, da gibt's nichts. Hineingehen, was haben wir da? Fuck ist dies. In letzter Zeit ist die Zahl der Personen, die auf Drachen fliegen, drastisch gesunken. Das ist wirklich traurig. Er ist ein Drache? Okay. Das sah irgendwie aus wie, keine Ahnung, Dinosaurier. Kann ich nur die beiden verwechseln? Okay. Gehen wir erstmal, weiß nicht. Hier gucken. Es hat noch ein Gasthaus. Kommen wir im Hotel Frasco. Oh, ihr Pen. Warum gibt es hier drei Gasthäuser? Wie bescheid ist das denn? Können auch unmöglich so viele Leute hier vorbeikommen. Wie unproduktiv, ey. Die müssten ja gar keinen Gewinn machen. Oder einer macht ganz viel Gewinn. Das ist eine Ente. Wichtig. Wenn es jetzt irgendwie was geben würde, was ich plündern könnte. Ich meine, ausrauben. Ich meine, stehlen. Wenn es hier irgendwas Lohnenswertes geben würde. Da gibt es nicht. Ja, sehen Sie nicht, dass ich gerade hier kleptomanische Taten vorab? Hm. Tut mir leid. Bitte gedulden Sie sich noch ein bisschen. Ich hab schon längst hier geschlafen. So. Gucken wir mal da. Bin ich hier richtig? Bitte sag mir, ich bin hier richtig. Wäre jetzt irgendwie ein Siegel, hatte ich nicht irgendwie, keine Ahnung, aktivieren kann. Oh, es ist die Ruine von Asgard. Leute, erzähl uns ein bisschen was über die Geschichte dieser Ruine. Ja, genau. Nun, also, es ist der Tempel, in den Cleo der Dritte ein Ritual vollzogen hat, mit dem er den Elementargeist des Windes ein Opfer gebracht hat. Er wollte damit einen Sturm erzwingen, der seit einer Woche tobte. Genau. Hast du die letzten 5 Jahre überhaupt etwas gelernt? Sport, Kunst und... schon gut. Welch perfekte Form. Diese feine Linie soll den Flug der Elementargeister des Windes durch die Lüfte darstellen. Außerdem soll der Stall mit einer großen Menge Mana getränkt und nachts, obwohl in letzter Zeit aufgrund des Mana-Knappheit das Mana mit der Stein getränkt ist, ebenfalls knapp werden soll. Wenn das Mana aus dem Stein entweicht, so muss diese Ruine wirklich leben. Oder vielleicht ist ihr etwas zugeschossen, als sie jung war. Da fällt das bekannt als Filimal, oder was? Ja, Reins Augen leuchten. Das ist sehr lehrreich. Da hinten ist jemand. Noch Fragen? Herr Zulina, das ist meine Erfindung, der Steinbrecher. Mit dieser Bombe können wir die Plattform auf einfache Weise vernichten. Aber Harry, das sind seltene und wertvolle Überreste der Ballerkruft-Dynastie. Wir dürfen sie nicht zerstören. Was sagst du da? So wie die Dinge jetzt stehen, könnte Aisha getötet werden. Was macht ihr beiden da? Wer bist du? Es ist nicht so, wie es scheint. Wir haben nicht versucht, die Ruinen zu zerstören. Oh Gott. Was hast du gerade gesagt? Professor, diese Kerle sagen, sie haben vor, diese Plattform zu zerstören. Und ihr nennt euch selbst menschliche Wesen?
Oh Gott. Epic Crane ist epic. Ich bin ein Halbelf. Was hat das damit zu tun? Ihr wisst nicht, wie bedeutend diese Ruine ist. Oh oh. Ihr sagt, ihr wollt diese wunderbare Ruine zerstören? Hört zu, während der letzten Periode der Ballergruft-Dynastie war diese Ruine im Baumaterial aufgeregt. Professor, was ist denn? Wenn du Fragen hast, hebe sie bis nach dem Vortrag auf. Die Bombe ist aktiviert. Ich sagte doch, wenn du Fragen hast, stell sie spät. Oh fuck. Was? Frau, du hast den Schalter betätigt. Versuche nicht, jemand den anderen die Schuld zuzuschieben. Ist es egal? Gibt es einen Notausschalter? Natürlich nicht. Du musst jetzt nicht noch stolz drauf sein. Ich schätze, ich muss sie selbst deaktivieren. Kommen wir sie einfach zu Brei. Hey, du bist so gut, dass du die unkontrollierbaren Steinbrecher stoppen kannst. Du sollst keine Dinge basteln, die du nicht kontrollieren kannst. Die Ruine scheint nicht beschädigt zu sein. Na? Eda, der Zugriff zu diesem Bereich ist verboten. Was? Wir die auserwählte Bitch. Hallo? Also nicht die auserwählte Bitch, aber wir haben die auserwählte, du Bitch. Genau. Oh nein, es ist der Bürgermeister. Oh oh, lauf. Professor, lass dich nach Ärger. Wir müssen hier weg. Aber ich dachte, wir müssen hier hin. Aber ich habe die Strukturen der Ruine noch nicht. Kommen Sie schon, weg hier. Wo müssen wir dann hin? Ich wollte sie mir gerne noch so genau ansehen. Wer waren die beiden? So. egal. Ich frage mich, warum sie die Ruine zerstören wollten. Ja, die Ruine. Wir müssen sie auch von abhalten, solche Dummheiten zu begehen, wie die Ruinen zu zerstören. Lass uns gehen, Leute. Okay, sind wir ja immer noch richtig. Bitte sag mir ja. Wir sind hier noch richtig. Leben bestimmt hier drin, ne? So wollen wir wetten. Ach, hier ist noch mehr, okay. Ich dachte, wir wären nur so ein abgeklappertes Haus, wo die drin wohnen. Ne, hier wohnt irgendeine abgeklapperte Frau. Früher oder später wird meine Tochter auch. Oh, Göttin, hilf! Oh, ein Hund. Diesen würde ich Murray nennen. Ihr Fell ist so weich. Murray ist, glaube ich, kein weiblicher Name. Aber egal. Warum nicht Mary oder was weiß ich? Murray? Ey, warum? Was haben wir hier? Toilette? Oh, das sieht schon sehr kryptisch aus. Hey, ihr Leute. Das hier ist eine Märchensammlung. Märchen? Ist das dein Ernst, Guinness? Na gut, mal sehen. Chronica Angelorum, Band 1. Oh, die Geschichte des Engels. Das ist eine Legende über die Welterneuerung. Ja, da wollen wir mal sehen. Zu Anbeginn der Welt spross in ihren Herzen ein riesiger, zeitloser Baum. Seine Zweige produzierten Mana, das Urelement alles Lebens. Seine Blätter vibrierten von einer grenzenlosen, lebenssprühenden Energie. Die Menschen machten sich diese Mana, diese Energie zunutze und herrschten als Götter über die Erde. Mana gebar die Wissenschaft der Magie, Technologie und diese wiederum gebar den Krieg. Die beiden großen Nationen Silverrand und Ted Haller hatten nichts gemein außer ihren gegenseitigen Hass. Je länger ihr Krieg andauerte, desto mehr Leben und Mana entzog er dem Baum. Doch selbst als der Weltenbaum verdorrte, wollte die Menschheit nichts vom Frieden wissen. Mit der Zeit begünstigte ihr Krieg den Aufstieg der Designs, ein Volk voll blinder, verabscheuungswürdiger Gier. Diese zwangen die Welt in die Knie und hatten fast alles Leben ausgelöscht. Dieser Autor hatte offenbar eine Schwäche für hochgestochene Wörter. Wohl eher der Übersetzer. Das Buch wurde ursprünglich in der Sprache der Engel erfasst. Geht die Geschichte noch weiter? Ich sehe nirgendwo Band 2. Nein. Das hier sieht verdächtig aus, ist aber nicht.
Hier. Ja. Ich kann das nicht prüfen. Stück X. Okay, danke. Hier sehen wir Band 2 der Chronica Angelorum. Aus Mitleid mit den Menschen und ihrer Dummheit entsandte die Göttin Martell einen Jungen als Abgesandten auf die Welt. Er versöhnte die sich bekriegenden Nationen miteinander, sperrte die Designs ein und stellte den Frieden in der Welt wieder her. Jedoch kam er zu spät, um den großen Baum zu retten, dessen Zweige für immer verdorrt waren. Die Mana-Quelle der Welt war versiegt. Aus diesem Grund sprach der König von Tetahala: Um Buße zu tun, weil wir Krieg über dieses Land gemacht hatten, werden wir es für alle Zeit verlassen. Als er diese Worte hörte, errichtete Mythos mit Hilfe von Martells göttlicher Kraft einen Turm, der bis in den Himmel reichte. Die Menschen von Tetahala klommen ihn und hielten erst inne, als sie den Mond erreichen hatten. Und so sprach der König von Zeoran: Lasst uns ein Portal erschaffen, das unsere Welt miteinander verbindet, auf das Band mit unseren Brüdern aus Tetahala bestehen bleibe. Und aus dem Appell des Königs wahre Liebe und Treue sprach, rief Mythos noch einmal die Kraft der Göttin zur Hilfe. Als ihr Instrument erschuf er ein riesiges steinernes Tor, das sich nur bei Vollmond öffnen ließ. Da leben die Einwohner von Tetahala also auf dem Mond? Das ist bloß ein Märchen, Leute. Auf dem Mond lebt gar nichts. Waren sie etwa da, um nachzusehen? Nicht persönlich. Woher wollen sie es dann wissen? Es könnte doch sein, dass da oben jemand wohnt. Na gut, eventuell besteht eine klitzekleine Chance, dass diese unwahrscheinliche Möglichkeit zutreffen könnte. Okay, ist hier irgendwo Band 3 noch? Jetzt gerade so schön dabei. Anscheinend nicht. Na gut. Eben nur 2 Bänder. Okay. Dann weiß ich nicht. Oben haben wir noch nicht geguckt. Ich würde sagen, wir machen aber hier erstmal Feierabend. Ich suche mir mal einen Speicherpunkt. Also ich tauche natürlich irgendwo da am Speicherpunkt auf. Und ja. Dann würde ich sagen, das. Warum ist hier kein Speicherpunkt? Hier ist ein Hotel. Mann! Ah! Gehen wir da hin. Da ist ein Speicherpunkt, glaube ich. Hoffe ich. Warum? Warum? Okay, das eine muss wohl das erfolgreichste sein, weil da ist ein Speicherpunkt. So, hier hin. Nee. Nein, nee. Da unten. Müssen wir den letzten Abschnitt da. Den nächsten Part untersuchen. Ich hoffe, danach geht's auch da weiter. So, hier ist ein Speicherpunkt, Gott sei Dank. Würde ich sagen, speichere mal hier. Zack. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Hoffentlich mit mehr Fortschritt. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.